Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute geht's um das Projekt Dark Crypto. Viel Spaß beim Schauen. Um was genau handelt sich's also jetzt bei Dark Crypto? Um es kurz zusammenzufassen, weil du wahrscheinlich schon das ein oder andere Video von mir gesehen hast, ist es eine ähnliche Plattform wie MMF, MMO und VVS. Auch Dark Crypto läuft auf der Kronos Chain und ist eben eine Möglichkeit, wo du deine Münzen staken kannst, also anlegen kannst, um damit mit Zinsen einfach passives Einkommen zu generieren. Dark Crypto ist meiner Meinung nach ein wenig umfangreicher, ein wenig auch komplizierter aufgebaut. Deswegen machen wir jetzt hier eine kleine Tour durch. Wir gehen nicht auf alles genau explizit ein, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Dazu wird es dann in Zukunft noch weitere Videos geben. Also lass mir gerne natürlich das Abo da, dass du da nichts verpasst. Wir schauen jetzt, wie gesagt, auf die wichtigsten Punkte mal rein. Und der wichtigste Punkt zuerst ist auch eigentlich hier die Documentation. Wenn wir hier einmal draufklicken, dann kommst du hier im Endeffekt zu der Einleitung. Und hier hast du wie immer alle Informationen, die du eigentlich benötigst. Bevor du also in ein Projekt investierst, schau dir sowas immer an. Das ganze Video ist wie immer auch keine Anlageberatung. Du musst immer selber entscheiden, ob du Geld investierst und wie viel. Dementsprechend recherchiere immer vorher, deswegen heißt es ja auch do your own research, mach deine eigenen Recherchen, damit du auch weißt, in was du da investierst. Das Ganze ist natürlich auch keine Werbung, deswegen möchte ich da so objektiv sein, wie es geht. Und wenn wir eben hier bei der Anleitung sind, ist eben das Wichtigste, dass du da wirklich einfach dir mal alles anschaust. So kannst du immer sehen, okay, hat das ganze Projekt Hand und Fuß, möchte ich da investieren oder kann es irgendwie sein, dass es hier sich um ein sinnloses Projekt oder sonst irgendwas handelt. Du hast also hier die verschiedenen Reiter, wo du dir anschauen kannst, zum Beispiel was die Roadmap ist, was es für häufige Fragen und Antworten gibt, wie es dann um die Münzen aussieht und so weiter. Das Ganze kannst du dir hier in Ruhe durchklicken. Hier siehst du dann auch alle möglichen Social Media Kanäle, wenn du da einfach nochmal nachschauen möchtest oder schauen möchtest, wie die Community drauf ist, ob es da eine gute Stimmung gibt, ob es da eine schlechte Stimmung gibt. Aber wie gesagt, das musst du selber alles für dich machen, weil das würde auch hier den Rahmen sprengen. Wenn wir dann einmal wieder zurückgehen zur Seite von Dark Crypto, dann hast du hier einmal natürlich das Willkommen bei Darknet Protokoll. Du hast dann hier einmal dieses Emoji, diesen Avatar oder einfach einen Roboter, der einfach hier sozusagen das Maskottchen von der Seite ist. Und dann hast du hier auch schon die kunterbunte Werbung, die dich dazu verleiten soll, einfach ein wenig am Glücksspiel teilzunehmen. Wenn das dich interessiert, klick da mal drauf, schau dir das Ganze mal an. Ich bin da kein Fan von, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht drauf eingehen. Dann hast du auch hier im Endeffekt schon das Wichtigste, die zwei Münzen, einmal Dark und einmal Sky. Dann gibt es eben hier noch Light. Light wird aber besonders nur in manchen Fällen aktiviert. Da wird es dazu, wenn es hier Fragen gibt, nochmal ein spezielles Video geben, weil es einfach nur so eine Sicherheitsmünze ist, falls hier die Dark-Münze zu sehr runterfallen sollte. Wenn du hier Interesse dran hast, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten machen wir jetzt hier mit der Dark-Münze weiter. Und zwar, wir schauen dann einfach mal hier, wie es um den Preis von der Dark-Münze aussieht. Und dann haben wir jetzt nämlich hier die richtige Münze. Ich war einmal kurz in der falschen Münze. Und zwar hast du hier Dark Crypto. Wie du siehst, ist die Münze ziemlich seitwärts bewegend. Die ist ziemlich ähnlich wie der Crow-Token. Der hält sich immer leicht über der Crow-Münze. Und erst wenn er unter den Preis von Crow fallen sollte, dann wird eben die dritte Münze aktiviert. Einfach um das mal kurz zusammenzufassen für dich. Und wie du siehst, das Ganze ist hier nämlich ziemlich ähnlich. Den Crow-Preis bzw. den Chart haben wir uns ja jetzt erst im letzten Video gestern angeschaut. Wenn du da also noch was wissen möchtest, dann schau dir einfach das Video von gestern an. Dann siehst du hier natürlich auf der Seite noch die Sky-Münze. Das ist dann die zweite Münze. Und die haben wir dann eben hier. Das ist Dark Crypto Share, kurz genannt eben Sky. Hier lass dich nicht abschrecken von dem Preis. Du brauchst ja nicht immer die ganze Münze. Du kannst ja auch Teile von der Münze kaufen. Wenn wir jetzt mal hier auf die 14 Tage schauen oder eben auch auf die 30 Tage, dann siehst du, dass die stetig am Steigen ist. Kann gut sein, kann natürlich auch sich irgendwann negativ auslasten durch eine Korrektur. Da heißt es abzuwarten, aber wie du siehst, die Münze ist aktuell ziemlich auf dem Weg nach oben. Dann hast du hier im Endeffekt noch einmal die Werbung für die verschiedenen NFTs, wie VVS und MMF. Hat natürlich auch Dark Crypto seine eigene NFT-Serie. Falls du hier Interesse hast, dann schau da einfach selber nochmal rein.
Wir können, wie gesagt, nicht alles gemeinsam durchkauen. Hier hast du mal kurz schon mal Werbung für das Staking. Da kommen wir aber später zu. Dann haben wir hier noch verschiedene Strategiepartner. MMF, CryptoDex und sogar VVS, Beefy Finance, Crystal Finance. Also wie weit die da zusammenhängen, kann ich dir leider nicht sagen. Aber macht natürlich immer einen netten Eindruck, wenn da sowas mit vertreten ist. Ich behaupte und hoffe mal, dass die Projekte auch wissen, dass sie hier verlinkt sind und natürlich auch so darauf achten, wo sie verlinkt werden und man so ein bisschen vertrauenswürdigeres Gefühl hat. Dann hier noch Ecosystem Partners, da kennt man auch das ein oder andere Projekt. Ob und wie die da zusammenarbeiten, ist leider auch für mich nicht zu beantworten. Wenn du hier Nachrichten zu dem Projekt wissen möchtest, dann kannst du einfach mal hier vorbeischauen. Da gibt es scheinbar Nachrichten drüber, wo du einfach mal schauen kannst, ob es gute oder schlechte News gibt, ob es was Neues gibt und so weiter. Dann, wie zu jedem Krypto-Projekt, gibt es natürlich auch die Roadmap. Da kannst du schauen, in Quartal 1 haben sie alles erreicht. Wir befinden uns jetzt im Quartal 2 und eben das ist in Quartal 2 geplant. Wenn wir dann eben hier nochmal unten sehen, dann hast du eben hier nochmal alles, was du benötigst, mit den ganzen auch Spielen, was ich ja vorhin erwähnt habe. Eben Telegram, Discord, Twitter, Reddit und YouTube. Da wird dir einfach nochmal versucht, irgendwie zu helfen, Werbung zu machen und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem, wenn du da Interesse hast, einfach noch mehr zu recherchieren, dann kannst du eben da über die Kanäle das Ganze probieren. Und jetzt kommen wir eben zu dem interessanteren Part, warum du auch wahrscheinlich hier eben das Video anschaust, und zwar zum Beispiel die Bank. Du kannst hier die verschiedenen Münzen staken. Du hast hier natürlich am Ende wieder die Prozentzahlen, wo dir zeigen sollen, wie viel du verdienen kannst. Da kannst du dir was aussuchen. Du kannst natürlich auch selber mal schauen, ob es nicht bessere Prozente zum Beispiel bei MMF oder sonst wo gibt. Da musst du mir selber mal schauen. Du kannst dann auch hier Earn Sky machen natürlich und dann siehst du hier eben die verschiedenen Prozente. Wie du siehst, mit 400, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Bei Earn Dark gibt es aktuell nichts. Da gab es mal was, was beendet wurde. Da wird also in Zukunft wahrscheinlich auch wieder was kommen. Wir schauen dann bei Earn nochmal bei Dark Earn rein und das ist eben auch das, wo wir eben schon waren. Nur nochmal als separate Schaltfläche. Es gibt einfach hier aktuell nichts und dann im Bond ist eben nochmal das Ganze mit dem Litecoin. Wie gesagt, das habe ich vorhin kurz erwähnt, dazu wenn dann was Separates, um das Ganze hier nicht zu sprengen. Dann bei Dark Autos sind die Autopools. Die Autopools, das heißt, du musst hier einmal dein Geld einzahlen und dann wird dein Investment einmal drin behalten und alles das, was du dazu verdienst, wird deinem Investment ergänzt, so dass du gleich vom Zinseszins profitierst. Du hast dann hier zum Beispiel Dark und Crow. Du kannst dann hier mal schauen, okay, 565%. Du klickst auf den Taschenrechner, du sagst, ich investiere jetzt 100 Dollar und dann siehst du, dass du pro 100 Dollar dann eben hier an einem Tag 0,52% machen würdest und dementsprechend auch hier natürlich 52 Dollar Cent verdienen würdest. Bei 30 Tagen, also einmal im Monat, wären das insgesamt 17 Dollar. Da kannst du einfach mal schauen, bei 1000 Dollar sieht das Ganze natürlich schöner aus. Da musst du mir selber schauen. Du musst natürlich auch immer das Risiko abschätzen. Manche Münzen sind mehr mit Risiko verbunden, andere mit weniger. Du siehst dann zum Beispiel hier 7,4000 und zwar kannst du dann hier einfach mal auch die 1000 Dollar eingeben. Dann würdest du pro Tag 12 Dollar rauskriegen. Das ist natürlich eine schöne Summe. Nach 365 Tagen hättest du angeblich 74.000 verdient. Da möchte ich jetzt nicht dran glauben, aber das musst natürlich du immer selber für dich wissen. Hier werden auch nochmal die beworben, wo es eben Zero Fees gibt, wo es also keine Gebühren geben soll. Da kannst du dich einfach mal durchprobieren, wenn das Ganze für dich natürlich interessant ist. Du kannst sie hier oben auch nochmal sortieren, da kannst du dich einfach mal austoben. Ich möchte, wie gesagt, einfach nur die Plattform vorstellen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du meine MMF und VVS Videos gesehen hast, dass du einfach grob weißt, was du hier zu tun hast. Wenn du hier Probleme hast, dann schau gerne in die anderen Videos rein. Ich habe wirklich für alles eine Anleitung gemacht. Ich habe eine Anleitung gemacht, was das ist. Ich habe eine Anleitung gemacht, wie die Geld verdienen. Ich habe eine Anleitung gemacht, wie du die Münzen verheiratest, aber wie du die Münzen auch wieder scheidest. Und da kannst du dich einfach mal in meiner Playlist oder meinem Kanal austoben und das Ganze dir nochmal anschauen. Du hast dann eben hier nochmal Dark Verse, da kannst du dann zum Beispiel die Münzen
verheiraten oder kaufen. Da gibt es dann noch andere Funktionen, da gibt es auch nochmal ein separates Staking. Das ist einfach nochmal so eine Unterteilung wie bei MMF und MMO. Wenn das Ganze dich da interessiert, dann schau einfach mal rein. Das Ganze ist wirklich heute nur so eine Projektvorstellung mit der Voraussetzung, dass du weißt, wovon ich rede, um das Ganze nicht hier auseinander zu kauen. Wenn du hier separat nochmal Fragen hast, weil du was nicht verstehst, weil du was erklärt bekommen möchtest oder weil irgendwie dir was undurchsichtig ist, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich versuche dir das Ganze so schnell es geht und so gut es geht zu erklären. Du kannst auch gerne in unsere Telegram-Gruppe kommen, wo viele Leute schon einfach länger als ich hier drin investiert sind. Die können dir dann noch bessere Erfahrungen teilen. Die dürfen auch natürlich gerne hier unter den Kommentaren ihre Erfahrungen zu der Seite kurz vorstellen, dass auch du hier einen besseren Eindruck bekommst. Wie seriös das Ganze ist und ob das seriös ist, das möchte ich an der Stelle einfach mal kurz mit "Es ist scheinbar seriös" vorstellen, weil ich habe jetzt nichts Negatives gehört und auch nichts Negatives gefunden. Wie so oft bei Scam ist es halt einfach so, dass Scam erst erscheint oder man erst Scam erkennt, wenn es zu spät ist. Es gibt Möglichkeiten, dass man ein paar Tage vorher Scam erkennt, weil immer mehr Widersprüche stattfinden, aber sonst ist das Ganze unmöglich. Dementsprechend, wenn dich die Seite anspricht, wenn dich die Prozente ansprechen oder einfach das Projekt dir sympathisch ist, schau dir das Ganze einfach mal an und dann können wir gerne nochmal über das Projekt diskutieren. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, deswegen möchte ich hier nicht zu sehr in die Tiefe in dem Video gehen, aber vielleicht wird genau aus der Unsicherheit auch was Schönes. Dementsprechend, ich hoffe, das kleine kurze Update oder Vorstellungsvideo hat dir jetzt einfach mal hier gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like und ein Abo da. Wenn du sagst, nein, das war zu oberflächlich, ich mag das, wenn du so tief in die Materie reingehst, dann darfst du mir das auch gerne in den Kommentaren da lassen. Dann weiß ich, dass ich in den nächsten Videos das wieder ein bisschen genauer durchkaue. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt einfach an, dass du durch MMF, MMO und natürlich VVS einfach weißt, wovon ich inzwischen rede. Ansonsten gerne ein Like und ein Abo dalassen und dann sehen wir uns schon morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner.